1979 stürzt im Iran eine Revolution den Herrscher Schah Mohammad Reza Pahlavi und damit eine über 2500 Jahre alte Monarchie. Ich habe zunächst nicht an einen Umbruch geglaubt. So stürzen autoritäre Regime. Zuerst schrittweise und dann ganz schnell. Der Fehler des Schahs war, er wollte zu viel, zu schnell. Schah Mohammad Reza Pahlavi, der letzte Kaiser Persiens, ist eine Schlüsselfigur der Weltpolitik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein schärfster Widersacher, Ruhollah Mousavi Khomeini. Der Ayatollah wird zum Hoffnungsträger all derer, die sich gegen den Schah stellen. Die beiden sind tatsächlich Gegenpole, so wie ihr gesellschaftliches Bild, so auch ihre beiden Personen. Sie wurden erbitterte Gegenspieler. Der Schah war geradezu besessen von ihm. Ihre Gegnerschaft begleitet sie fast ein Leben lang. Am Ende unterliegt der Schah. Der Ayatollah siegt und mit ihm der islamische Fundamentalismus, eine neue Herausforderung für die Weltpolitik. Im September 1941 wird ein junger Mann neuer Herrscher im Iran. Mit gerade 21 Jahren wird Schah Mohammad Reza Pahlavi im iranischen Parlament als Staatsoberhaupt vereidigt, mitten im Zweiten Weltkrieg. Sein Vater Reza Schah Pahlavi war zwar neutral geblieben, hatte aber aus seinen Sympathien für das Nazi-Regime keinen Hehl gemacht. Die Alliierten fordern seinen Rücktritt. Seit Hitlers Überfall auf die Sowjetunion sind Briten und Amerikaner darauf angewiesen, schweres Kriegsgerät durch den Iran nach Russland transportieren zu können. Für den Kampf gegen das Deutsche Reich. Als der Vater nach seiner Abdankung Iran verlassen hat, blieb Mohammad Reza zurück. Also der Vater Reza Schah hat ihn auch zurückgelassen, hat eben auch gesagt, du musst das hier übernehmen, du bleibst hier. Darauf ist Mohammad Reza von seinem Vater von klein auf vorbereitet worden. Unter seinen Geschwistern hat er als Kronprinz immer eine Sonderrolle. Sein Vater bestimmt seine Spielkameraden und schickt ihn auf ein Schweizer Elite-Internat, damit er westlich ausgebildet wird. Schließlich schreibt er ihm vor, wen er zu heiraten hat. Es ist die ägyptische Prinzessin Fausia. Mit der arrangierten Ehe zwischen den beiden Herrscherhäusern will der Vater die Macht der Pahlavi-Dynastie im Iran stärken. Er war eine sehr mächtige, charismatische Person, die das Leben seines Sohnes völlig beherrschte. 300 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Teheran liegt die Oasenstadt Khomein. Dort wird 1902 in einem Haus am Stadtrand Ruhollah Mousavi Khomeini als jüngstes von 6 Kindern geboren. Seinen Vater lernt er nicht kennen. Dieser wird umgebracht, als er 5 Monate alt ist, unter ungeklärten Umständen. Khomeini macht später Reza Schah verantwortlich. Bis zum Ende seiner Tage dachte Ayatollah Khomeini, dass Reza Schah persönlich eingegriffen hatte, um den Mörder zu retten. Darüber war er verbittert. In seinen Schriften spricht er immer wieder von denen, deren Väter von Reza Schah getötet wurden. Khomeini wächst ohne Vater auf. Das wird ihn sein Leben lang prägen. Die Mutter gibt Khomeini zu einer wohlhabenden Tante, die dafür sorgt, dass er eine gute Ausbildung erhält. Khomeini kommt mit 5 Jahren in die Schule. Dort unterrichtet ihn ein Dorfschullehrer im Lesen und Schreiben. Er lernt schnell. Unter seinen Mitschülern ist er der Begabteste. Wenn die anderen spielen, lernt er und liest im Koran.
Bevor Reza Schah gezwungen wurde, abzudanken, hatte er begonnen, den Iran umfassend zu reformieren. Persien sollte ein moderner Staat werden. Dazu gehörte auch, dass die Frauen keinen Chador, den traditionellen Schleier, mehr tragen durften. Der Klerus sah das als Eingriff in seine Angelegenheiten und protestierte dagegen. Auch für Khomeini, inzwischen Student der islamischen Rechtslehre, ist das ein fundamentaler Verstoß gegen die Grundsätze des Islam. Khomeini war ein politischer Geistlicher, auch schon bevor er wirklich öffentlich auftrat. Kann man das auch festmachen an seinen Schriften. Also wir haben ein Traktat von ihm, Kashful Asrar, also die Enthüllung der Geheimnisse, heißt dieser Titel. Darin greift er sehr stark Reza Schah an. Als Reza Schah auf Druck der Alliierten abdankte, muss das für Khomeini eine große Genugtuung gewesen sein. Er verlangt, dass der Iran fortan wieder nach islamischen Gesetzen regiert werden soll. Noch hat diese Forderung keine Wirkung. Reza Schah stirbt 1944 im südafrikanischen Exil. Spätestens jetzt, als sein Sohn ihn überführt, richten sich alle Augen auf den neuen Schah. Man ist gespannt, wie er den Konflikt mit der Geistlichkeit lösen wird, den er von seinem Vater geerbt hat. In der Öffentlichkeit ist er bis dahin eher zurückhaltend wahrgenommen worden. Wie Shakespeare sagt, manchen wird Größe zugeworfen, andere dagegen greifen nach der Größe. Mohammed Reza Schah wurde die Monarchie aufgedrängt. Und es ist ein großer Unterschied zwischen einem, der die Macht ergreift und den modernen Staat schafft, und jemandem, der eigentlich nur ungern König war. Der junge Schah handelt überraschend entschlossen. Wie sein Vater will er Staat und Gesellschaft modernisieren, dessen Konfrontationskurs zur Geistlichkeit aber beenden. Sein späterer Widersacher Khomeini unterrichtet inzwischen islamisches Recht. Er findet bei jüngeren Studenten Gehör, die sich radikalisieren. Eine Gruppe nennt sich Feder-i-Juni-Islam. Diese Märtyrer des Islam sind schiitische Fundamentalisten. Sie kommen aus den armen Vierteln Teherans und fordern die Errichtung eines Gottesstaates auf der Grundlage des Koran. Jeglicher westlicher Einfluss soll verboten werden, Frauen sich in der Öffentlichkeit wieder verschleiern. Innerhalb weniger Jahre wurden sie sehr wichtig. Zunächst töteten sie Ahmad Khasravi, einen bekannten Intellektuellen, der sich gegen den Islam als Ganzes aussprach. Dann ermordeten sie den Premierminister, General Rasmara. Und Khomeini war der Geistliche, der ihnen den Segen gab. Denn im Islam, oder zumindest im schiitischen Islam, kann man nicht einfach jemanden töten. Es sei denn, die geistliche Autorität erlässt eine Fatwa, wie das beispielsweise Khomeini gegen Salman Rushdie tat. Auch auf den Schah wird Anfang 1949 ein Anschlag verübt. Er geht vermutlich auf das Konto der Terrorgruppe. Allerdings kann das nie bewiesen werden. Das iranische Parlament macht die Moskau-Treue Tu der Partei verantwortlich und verbietet sie. Dem Schah kommt das gelegen. Denn die kommunistische Ideologie ist ihm ebenso suspekt wie der radikale Islam. Sein politischer Weg richtet sich gen Westen. I'm looking forward with the keenest anticipation to all that I have to experience here in the greatest of the democracies in a free world. Der amerikanische Präsident Harry S. Truman und die Menschen in den USA bereiten Schah Mohammad Reza im November 1949 einen überschwänglichen Empfang. Nicht ganz uneigennützig. Sie wollen sich einen Zugang zu den immensen Ölvorkommen im Iran sichern. Der Schah hingegen braucht Unterstützung bei seinen Plänen, den Iran von Grund auf zu modernisieren. Er interessiert sich für sämtliche technischen Neuerungen wie den Hoover-Staudamm. Nicht allen gefällt seine Begeisterung für den Westen. Das Land war total abhängig. Der Schah war abhängig
von den Amerikanern und von den Briten. Und wir wollten ein unabhängiges Land haben. Ein Land, das sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, selbst entscheidet. Der weltweite wirtschaftliche Aufschwung nach dem Krieg verlangt nach einem Treibstoff: Öl. In Abadan, unweit des Persischen Golfes, entsteht die größte Raffinerie der Welt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts liegt die Ölförderung vor allem in britischer Hand. Die anglo-iranische Ölgesellschaft ist im Iran wie ein Staat im Staate. Nachdem das iranische Parlament im März 1951 die Verstaatlichung der Ölindustrie beschließt, dreht Großbritannien dem Iran den Ölhahn zu. Viele britische Fachkräfte müssen das Land verlassen. Die Übernahme der Ölanlagen durch eine nationale Gesellschaft wird zwar stürmisch bejubelt, durch das Ölembargo liegt das Land wirtschaftlich aber schon bald am Boden. Extreme Parteien wie die kommunistische Tudeh-Partei nutzen das aus. Sie bekommen immer mehr Zulauf. Der Schah flieht sogar kurzzeitig ins Exil, um aus der Schusslinie zu kommen. Die Mullahs und ihre Anhänger und unterschiedliche politische Gruppen wie die Kommunisten, die die Abschaffung der Monarchie und eine Volksrepublik wollen, ringen um die Vorherrschaft im Iran. Der Schah kann sich nur durch das Eingreifen der USA an der Macht halten. Der amerikanische Geheimdienst CIA unterstützt ihn mit viel Geld und hilft ihm, einen eigenen Geheimdienst aufzubauen, den SAVAK. Unser Schah wurde zu einer Art römischem Cäsar, der in das Tagesgeschäft, in tägliche Kriege verwickelt war. Und wenn man so wird wie Julius Cäsar, wird man wie Cäsar getötet werden. Khomeini äußert sich in dieser Zeit nicht öffentlich zu politischen Fragen. Er zieht sich in der heiligen Stadt Chom in sein Haus zurück, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern lebt. Nur seine ergebensten Anhänger kommen zu ihm, aber auch sie schweigen sich darüber aus, was Khomeini mit ihnen bespricht. Der Geistliche arbeitet in der Abgeschiedenheit weiter an seinen Ideen zur Islamisierung des Staates, verschwiegen, aber selbstbewusst. Äußerst selbstbewusst tritt er auch bei einer persönlichen Begegnung mit dem Schah auf. Khomeini bittet den Schah im Auftrag des Großayatollah für einen der Attentäter der Terrorgruppe Fedayun-e-Islam um Gnade. Und er hat Erfolg. Denn der Schah sucht durchaus nach Verständigung mit den Mullahs. Er unternimmt immer wieder Pilgerfahrten nach Mekka in Saudi-Arabien, an den zentralen Wallfahrtsort des Islam. Als Muslim zeigt er damit seine Ehrfurcht vor dem Islam und akzeptiert die religiöse Autorität der Imame. Aber solche öffentlichkeitswirksamen Auftritte dienen immer mehreren Interessen. Ich glaube, seine religiösen Gefühle kamen von seiner Mutter. Seine Mutter war sehr religiös, sein Vater eindeutig nicht. Seine Religionspolitik hat aber nichts mit seiner Religiosität zu tun. Sie hat mit seiner Angst zu tun, dass die größte Bedrohung für den Iran von den Kommunisten ausgeht. Man kann die Kommunisten bekämpfen, indem man die Religion stärkt. Und genau das tut er. Dem Schah ist jeder Verbündete im Kampf gegen den Einfluss der kommunistischen Sowjetunion recht. Deshalb versucht er, die Geistlichen, die traditionell antikommunistisch und monarchistisch eingestellt sind, auf seine Seite zu ziehen. Eine Kalkulation, die nicht aufgehen wird. Er dachte, dass die Religion ein ideologischer Rückhalt sei. Und das war ein Irrtum. Religion, besonders wie sie vom schiitischen Klerus verstanden wird, hätte nie der ideologische Rahmen für eine Politik der Modernisierung und Verwestlichung werden können. Im Dezember 1959 wird in Teheran prunkvoll gefeiert. Boulevardreporter aus der ganzen Welt kämpfen um das beste Bild von Mohammad Reza Shah und Farah Diba. Nach zwei geschiedenen Ehen soll die neue Königin den ersehnten Thronfolger zur Welt bringen,
damit die Pahlavi-Dynastie fortbestehen kann. Faradiba wird zur einflussreichen Frau an der Seite des Schahs. Sie begleitet ihn auch auf seiner Amerikareise im April 1962, wo das Ehepaar frenetisch begrüßt wird. Mit Präsident John F. Kennedy intensiviert der Schah die iranisch-amerikanischen Beziehungen. Die beiden sind sich einig, dass nur ein starkes Militär die latente Bedrohung der Sowjetunion abwehren kann. Die Aufrüstung des Iran ist beschlossene Sache. Für die Amerikaner ein lohnenswertes Geschäft. Waffen für Öl. Die Amerikaner haben die modernsten Waffen dem Schah zur Verfügung gestellt. Seine Militärs aufgehört. Es gab unzählige militärische Berater im Iran. Die haben bestimmt, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und alles, was sie gemacht haben, diente bestimmt nicht der Demokratie. Der Iran ist in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch ein Entwicklungsland. Die meisten Menschen sind Bauern ohne eigenen Grund und Boden. Der gehört feudalen Herren und Großgrundbesitzern, zu denen auch zahlreiche Mullahs oder religiöse Stiftungen gehören. Am 11. Januar 1963 stellt der Schah ein umfassendes Reformprogramm vor. Er nennt es die Weiße Revolution. Sie soll die Lebensbedingungen der Menschen spürbar verbessern. Die Weiße Revolution, zu der sich Seine Majestät entschied, war wirklich seine Idee und Entscheidung. Er wollte, dass sich sein Land und seine Landsleute entwickeln. Ein landesweites Referendum gibt Rückhalt für das ehrgeizige Programm. Das Feudalsystem soll beendet, staatliche Unternehmen privatisiert, das Analphabetentum bekämpft, das Wahlrecht für Frauen eingeführt werden. Frauen dürfen bei der Volksbefragung noch nicht mit abstimmen, gehen aber zu den Wahlurnen, um ihre Zustimmung zu demonstrieren. Er wollte den Iran modernisieren. Mit der Weißen Revolution sollte es im Iran besser werden. Und in vielerlei Hinsicht war das auch so. Der Feudalismus wurde beendet. Das ist nicht einfach. Der Ausgangspunkt der Weißen Revolution ist eine Landreform gegen den entschiedenen Widerstand des Klerus. Der Schah vergibt mehr als 500.000 Hektar Land, eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland, an etwa 30.000 besitzlose Familien. Damals gab es Gerüchte, dass diese Reformen des Schahs unter amerikanischem Druck zustande kamen. Das bedeutete, dass diese Reformen nur kolonialen und imperialistischen Zwecken dienten und nicht im Interesse des iranischen Volkes waren. Also, Maßnahmen erfolgten auf ausländischen, auf amerikanischen Befehl. Damit Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen, unterrichten Bildungssoldaten in Dorfschulen. Auch Erwachsene, Bauern und Nomaden müssen die Schulbank drücken. Der Schah bezieht in seine Kampagne alle Bevölkerungsschichten mit ein. Es gab eine Armee zur Alphabetisierung und nicht tatsächliche Bildung. Und ich meine, es ist gut, wenn die Leute alphabetisiert sind. Aber Alphabetisierung bedeutet nicht politische Bildung. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und politische Bildung wurde überhaupt sowohl an den Schulen als auch an den Universitäten verboten. Khomeini macht sich zum Sprachrohr einer Gruppe von Mullahs, die diese Politik als pro-westlich ablehnen. Zu der Zeit war Ayatollah Khomeini eine Person, die der Bevölkerung und den Oppositionellen eine Stimme verlieh. Er artikulierte ihre Forderungen mit Mut und Courage. Daher unterstützten wir Ayatollah Khomeini. Khomeini war zu der Zeit, als er dann wirklich öffentlich auftrat, eben nicht mehr der junge Geistliche, der vorher war in Rom, der sich über Reza Schah beschwert hatte,
der sich dann eben auch zurückhielt aus Respekt vor seinen Lehrern, sondern zu der Zeit war er dann eben auch schon Groß-Ayatollah, hatte sich dann eben auch schon eine ansehnliche Anhängerschaft versammelt und konnte dann natürlich auch, hatte ein ganz anderes Mobilisierungspotenzial. Khomeini nutzt seinen Machtzuwachs aus. Er tritt aus seiner bislang eher zurückgezogenen Position heraus und stellt sich offensiv gegen die Politik des Schahs. Er warnt ihn erstmals öffentlich davor, den Weg seines Vaters weiter fortzusetzen. Khomeini schickte ein paar Briefe direkt an den Schah. Und der Schah hielt ein paar Reden, die direkt darauf antworteten. Sie sind bemerkenswert. Khomeini für seinen Trotz, der dem Schah sagt: Junge, pass auf, dass ich dich nicht wie deinen Vater aus dem Land werfe. Und der Schah vergleicht die Geistlichen mit diesen kleinen Ameisen, die im Kot leben. Wir werden sie nicht dieses Land regieren lassen. Ein Herzstück der Weißen Revolution ist die Stärkung der Rolle der Frau in der iranischen Gesellschaft. Die Iranerinnen nutzen die Gelegenheit, ihre neu erworbenen Rechte und das damit verbundene Selbstbewusstsein öffentlich einzusetzen. Frauen können jetzt nicht nur wählen, sondern sich auch als Kandidatinnen aufstellen lassen. Für die Frauen im Iran ist das ein Meilenstein auf dem Weg der Emanzipation. Die Freiheit der Frauen war sehr wichtig. Die Rechte der Frauen zu der Zeit waren im Vergleich etwa zu europäischen Ländern fortschrittlich. Aber es gab viel Widerstand. Und dieser galt in der ersten Revolution im Jahre 63 unter der Führung von Khomeini speziell dem Frauenwahlrecht. Durch die neue Rolle von Frauen in Politik und Gesellschaft sehen Khomeini und seine Anhängerschaft die Grundfesten ihres Glaubens bedroht. Sie gehen zum Gegenangriff über. Khomeini prangert Korruption, staatliche Gewalt und die Folterungen des iranischen Geheimdienstes Savak an. Er droht dem Tyrannen unserer Zeit, wie er in einer Rede sagt, mit einer schwarzen Reaktion auf die Weiße Revolution. Khomeini war der Einzige, der sehr radikal damals gegen den Schah sich geäußert hat. Er hat ihn gedroht, dass er ihn als einen sündhaften Menschen, religiös sündhaften Menschen darstellen würde. Und er hat gedroht, einen Aufstand gegen ihn zu organisieren. Es kommt zu Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Der Schah schickt das Militär in die heilige Stadt nach Rom. Es fließt Blut. Khomeini wird verhaftet, ihm droht die Todesstrafe. Nur durch die Fürsprache zahlreicher Geistlicher wird das Urteil gemildert. Khomeini muss ins Exil nach Najaf im Irak. Währenddessen erweist sich die Durchführung der Weißen Revolution für die Landbevölkerung schwieriger als gedacht. Die Bauern haben zwar nun ihre eigenen Felder, die sie bestellen können, aber es fehlt ihnen oft an Saatgut, Wasser und modernen landwirtschaftlichen Geräten. Das Ergebnis dieser Bodenreform führte Menschen dazu, dass sie nicht mehr in ihren Dörfern bleiben konnten. Und so sind sie in die Städte gekommen. Sie kamen nach Teheran. Sie konnten nicht in der Stadt leben. Daher zogen sie an den Stadtrand. Und diese marginalisierte Bevölkerung war es, die während der Revolution die Soldaten der Revolution waren. Wenn man den Feudalismus beendet und Millionen von Menschen in die Stadt bringt, muss man darauf vorbereitet sein. Man muss sich überlegen, wer diesen Leuten die neuen politischen Regeln beibringt. Der Schah macht es unmöglich, dass andere Gruppen als der Klerus politische Organisationen im Iran hatten.
Khomeini zieht sich in seinem Exil in Najaf, der Hochburg des schiitischen Islam im Irak, zunächst völlig zurück. Er glaubt mit 60 schon am Ende zu sein. Er ist isoliert. Viele iranische Schriftgelehrte wollen mit seinen politischen Aktivitäten nichts zu tun haben. Er vertieft sich wieder in das Studium der Heiligen Schriften, spricht nur mit wenigen seiner Schüler, um auf dem Laufenden zu bleiben, über die Situation im Iran. Eine der wenigen Stützen ist seine Familie, die ihn ins Exil begleitet hat. Er war eine distanzierte Person, hatte nur Interesse für seine Moschee und seine Bücher. Nicht einmal ging er zwei Blöcke von seinem Haus in die andere Richtung zum Fluss. Er ging zur Moschee und dann wieder nach Hause, 14 Jahre lang. Währenddessen knüpft man im Oktober 1967 im Iran an die Herrlichkeit alter Zeiten an. Der Schah hat immer betont, dass er erst für sein Land etwas leisten wolle, bevor er den Pfauenthron mit allen Ehren besteigt. Nun lässt er sich in Teheran zum Kaiser krönen. Vom Klerus bekommt er Unterstützung. Der Schah hat bei seinen öffentlichen Auftritten stets die Geistlichkeit mit einbezogen. Er weiß, wie wichtig gerade für die einfache Bevölkerung der Hinweis auf die religiösen Grundlagen der Herrscherdynastie ist. Nun scheint er angekommen zu sein. Er ist der Schahenschah, der König der Könige. Und er krönt auch seine Frau zur Kaiserin. Ein noch nie dagewesenes Ereignis in der langen Geschichte Persiens. Als seine Majestät mir die Krone aufsetzte, war es, als ob er sie auf das Haupt aller Frauen setzte. Das war sehr wichtig in der Geschichte unseres Landes. Ich dachte nicht, dass ich wichtig geworden bin. Ich dachte, dass es ein Zeichen des Fortschritts und des Respekts für die Frauen war. Im Mai und Juni 1967 ist das glanzvolle Paar auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik. Begrüßt von Bundespräsident Lübcke und Bundeskanzler Kiesinger. Die Visite gilt in erster Linie wirtschaftlichen Interessen. Der Schah besucht die großen Stahlfirmen an Rhein und Ruhr, weil er Unterstützung bei der Industrialisierung seines Landes braucht. Zum Beispiel beim Bau neuer Staudämme für die Bewässerung der Landwirtschaft. Eine lukrative Möglichkeit für die deutsche Wirtschaft. Man hat das Potenzial des Marktes gesehen. Die Banken waren auch beteiligt und daran interessiert, als Finanzier für derartige Dinge in Frage zu kommen, sodass das eigentlich ein Geben und Nehmen war. Als das Herrscherpaar in Berlin die Deutsche Oper besucht, zeigen sich die hässlichen Seiten des Schah-Regimes. Mitglieder seines Geheimdienstes Savak greifen Demonstranten an, die gegen Unterdrückung und Folter im Iran protestieren. Die Situation eskaliert. Der Schah-Besuch und die Proteste gegen seine Politik werden zu einer Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik. In Teheran soll das Denkmal des Schahs, das Faradiba in Auftrag gegeben hat, das neue moderne Selbstverständnis des Kaiserreiches architektonisch zum Ausdruck bringen. In der alten Kaiserstadt Persepolis dagegen gedenkt der Schah der 2500-jährigen Geschichte des Perserreiches mit einem pompösen Fest. Mitten in der Wüste wird 1971 die größte Party der Welt gefeiert, zu der Monarchen, Staatsoberhäupter und Diktatoren kommen. Die Bevölkerung ist nicht eingeladen. Es war eines dieser Dinge, deren Absicht gut war, deren Ausführung aber so sehr übertrieben war, so vermischt mit Vetternwirtschaft und Korruption, dass das nach hinten losging. Um die Weiße Revolution zu einem Erfolg zu führen, rüstet der Schah mit Kapitalhilfen aus dem Ausland technologisch auf. Er investiert Milliarden in die Elektrifizierung und zahlreiche Industrien. Der Iran soll den Anschluss an die Moderne finden und wieder groß werden.
so wie es das Perserreich in der Geschichte war. I think that our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the 5 most prosperous countries of the world. Dafür investiert der Schah auch in Atomenergie. US-amerikanische und französische Unternehmen wollen das lukrative Geschäft machen. Am Ende aber sind es westdeutsche Firmen, die den Vertrag mit dem Iran abschließen. Natürlich waren wir stolz, dass wir den Auftrag bekamen, das erste Atomkraftwerk im Iran zu bauen, also Siemens KWU. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich gefragt, warum baut ein Land, das unendlich viele Energiereserven, Öl und Gas hat, warum bauen die überhaupt ein teures Atomkraftwerk? Einmal spielte natürlich für die deutsche Wirtschaft auch der Opportunismus eine Rolle. Wir waren interessiert zu liefern oder zu investieren. Die Motivation kam aus der Notwendigkeit seiner Zeit. Ob es uns gefällt oder nicht, Modernisierung ist weitgehend Verwestlichung. Man kann nicht modernisieren, ohne westlicher zu werden. Vor allem die Hauptstadt Teheran öffnet sich dem kulturellen Lebensstil des Westens und wird zu einer modernen Großstadt. Verschleierte Frauen kommen kaum noch im Stadtbild vor. Die Jugend kann grenzenlos reisen und sich im Ausland bilden. Die jungen Leute genießen alle Vorzüge einer Stadt von Welt und geben sich freizügig. An den politischen Machtstrukturen ändert sich hingegen nichts. Sie bleiben traditionell monarchistisch und auf den Schah zugeschnitten. Er wollte alles alleine entscheiden. Und das war der Fehler, der erstens alle Misserfolge, die er hatte, erklärt und letztendlich auch das, was zu seinem Ende geführt hat. Die Minister des Schahs wagten es nicht, ihm zu sagen, dass es um die wirtschaftliche Situation im Land schlecht stand. Das war auf die Veränderung von oben zurückzuführen, auf eine autoritäre Herrschaft voller Korruption, Verbrechen, der Tötung von Intellektuellen. Das Land blutete intellektuell aus. Es war Verrat. Der Iran stand wie unter Fremdherrschaft. In Najaf im Irak scheint dagegen die Zeit stehen geblieben zu sein. Khomeini hält Vorlesungen vor einem kleinen Kreis von Studenten. Er denkt darüber nach, wie eine islamische Rechtsordnung aussehen könnte, in dem der Klerus eine führende Rolle spielt. Er verdammt die Seichtigkeiten und pure Sinneslust des Westens, greift die Kolonialmächte und Israel an und fordert das Ende einer Trennung von Politik und Religion. Die Mitschriften der Vorlesungen werden in einem Buch über den islamischen Staat veröffentlicht. Ich gehörte vielleicht zu den Ersten, die es gelesen haben. Ich war schockiert. Aber wie viele andere dachte ich, das wird nie passieren. Das ist eine mittelalterliche Idee. Der Iran, der 1905, 1907 eine Verfassungsrevolution hatte, wird nicht zulassen, dass der Klerus Menschen auf öffentlichen Plätzen die Hände abhackt. Er wird dem Klerus nicht die Herrschaft überlassen, weil man die Scharia kennt. Ich lag falsch. Genauso wie viele Länder und Mächte. Im Iran darf das Buch über den islamischen Staat nicht erscheinen. Es ist verboten. Man will verhindern, dass die radikalen Gedanken und theologischen Forderungen des schiitischen Geistlichen sich ausbreiten. Doch die Zensur vergrößert nur die Faszination von Khomeinis Buch für die Gegner der herrschenden Klasse. Ich habe sein Buch Velayat-e Fari ein paar Jahre vor dem Sieg der Revolution immer wieder an verschiedene Orte und Städte mitgenommen und dort an Personen verteilt. Wenn die Geheimpolizei Savak in der Zeit davon erfahren hätte, dann hätte es für uns schwerwiegende Folgen gehabt.
Aber wir haben dennoch unsere Arbeit fortgesetzt. Wer sich politisch gegen das Schah-Regime stellt, muss damit rechnen, im Gefängnis des iranischen Geheimdienstes SAVAK zu landen. Dort sind Folterungen und Hinrichtungen an der Tagesordnung. Dagegen hatten auch die Studenten in Deutschland beim Schah-Besuch demonstriert. Aus der gefürchteten Haftanstalt in Teheran, die in den 1930er Jahren von deutschen Architekten gebaut wurde, gibt es kein Entkommen. Auch heute aktive Politiker des Iran, wie der derzeit herrschende oberste Religionsführer Ali Khamenei, waren hier während der Schah-Zeit inhaftiert. Haben sie schlimme Dinge getan? Ja. Haben sie Menschen gefoltert? Ja. Man darf nicht vergessen, dass sie viele Menschen gefoltert, viele Menschen hingerichtet haben. Aber die Opposition war auch sehr erfolgreich, indem sie die Zahl der Menschen, die im Gefängnis waren, übertrieben hat. Wir haben gesagt, dass es im Iran Hunderttausende von Gefangenen gibt. Die tatsächliche Zahl lag bei etwa 4.000. Widerspruch oder gar Widerstand ist im Schah-Regime nicht vorgesehen. Ein offener politischer Dialog über die soziale und politische Entwicklung des Landes findet nicht statt. Die Parteien von rechts bis links sind größtenteils ausgeschaltet. Die Opposition ist ins Ausland geflüchtet oder weggesperrt. Die autokratische Alleinherrschaft des Schahs führt dazu, dass er mehr und mehr den Kontakt zu den Menschen in seinem Land verliert. Das Land entwickelt sich nur dann, wenn die Menschen eine gewisse Autonomie bekommen. Das heißt, wenn sie das eigene Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist ein Prozess der Demokratie. Ohne Demokratie, ohne Teilnahme der Bevölkerung läuft nichts. So spielen etwa die Händler in den Basaren eine wichtige gesellschaftliche Rolle im Iran. Millionen von Menschen kommen jeden Tag zu ihnen, um einzukaufen. Der Schah aber berücksichtigt die Gruppe der Basaris, der Basarhändler, bei seiner Politik der Verwestlichung nur wenig. Kaufhäuser, Handelsketten und Supermärkte, wie man sie im Westen kennt, bedrohen ihre Lebensgrundlage. Der Schah ist sich nicht bewusst, welche Folgen seine Politik hat und wie viele Gegner er sich damit schafft. Die iranische Revolution war ja erstmal per se keine rein islamische Revolution, sondern vereinte eben ganz unterschiedliche Kräfte, die eben auch in der iranischen Geschichte sehr stark waren. Deshalb würde ich das nicht reduzieren wollen auf so eine geistige Opposition gegenüber dem Pahlavi-Staat. Vor allem Teheran mit seinen modernen Hochhäusern wird zum Sinnbild des Fortschrittglaubens. Aber viele Menschen kommen bei dem Tempo, das der Schah an den Tag legt, nicht mehr mit. So wenden sie sich jener Institution zu, die ihnen vertraut ist und die ihnen bei aller Verunsicherung Halt gibt. Er verfolgte alle Linken, egal ob es die Linke war, die von der Sowjetunion abhängig war, oder ob es Sozialdemokraten waren. Die einzigen, die Moscheen und Schulen bauen, ihre eigenen Kader unterrichten durften, waren die Religiösen. Wenn man Millionen in die schäbigen Viertel der Städte treibt, sie dort konzentriert und leicht mobilisierbar macht und den Klerus als einzigen dort aktiv sein lässt, dann darf man nicht überrascht sein, wenn die Revolution vom Klerus gewonnen wird. Der Schah lässt in den 70er Jahren viele Moscheen renovieren. Auch die Zahl der Koranschulen steigt immens. Er will damit dem Klerus versichern, wie wichtig ihm der Islam als ein wesentliches Fundament der iranischen Gesellschaft ist, trotz der Ausrichtung seiner Politik Richtung Westen. Durch sein öffentliches Auftreten und die jährliche Pilgerreise in die Stadt Mashhad, die als eine der sieben heiligen Stätten des schiitischen Islam gilt, erhofft er sich, den Klerus fest an seiner Seite zu halten. Er sah die Religion als seine letzte Verteidigungslinie. Die Religion war für ihn sein stärkstes Bollwerk im Land.
Aber da verschätzte er sich, kolossal, strategisch, ideologisch und politisch. Denn was er als seine mächtigste Hochburg und seinen Rückhalt betrachtete, stellte sich als sein tödlichster und gefährlichster Feind heraus. Die ersten Protestmärsche gegen den Schah finden Anfang 1978 in Chom statt. Anlass ist ein Schmähartikel gegen Khomeini, der in einer großen iranischen Tageszeitung erscheint. Darin werden er und der Klerus der Konterrevolution bezichtigt. Seine Anhänger organisieren eine Sympathiekundgebung. Es war eine sehr dynamische Revolution. Vielleicht ist es die schnellste Revolution der Geschichte, weil alles innerhalb von 4 Monaten passierte. Mit jedem Tag wurde die Entschlossenheit des Schah-Regimes, an der Macht zu bleiben, schwächer. Und die Entschlossenheit der Opposition, seinen Rückzug zu fordern, nahm zu. Bei der Demonstration in Chom hat es Tote gegeben. Nach islamischem Brauch wird nun alle 40 Tage der Toten gedacht. Bald schon sind es Hunderttausende, die auf die Straßen gehen. Und von Mal zu Mal werden es mehr. Der Schah hat mit diesem Widerstand nicht gerechnet. Es trifft ihn und sein Regime völlig unvorbereitet. Die wachsende Macht der Straße lähmt ihn. Am 19. August 1978 wird ein Brandanschlag auf das Cinema Rex in der Ölstadt Abadan verübt. 422 Menschen sterben. Die Opposition beschuldigt den iranischen Geheimdienst und den Schah. Später mehren sich die Hinweise, dass Geistliche den Anschlag verübt hätten, mit Khomeini als Drahtzieher im Hintergrund. Nach Cinema Rex veränderten sich das Ausmaß und die Wut der Proteste. Auch der Slogan. Zum ersten Mal hörte ich Tausende rufen, Tod dem Schah. Das wäre 1977 noch unvorstellbar gewesen. Der Protest der Massen schlägt in offene Gewalt um. Teheran steht in Flammen. Das Militär greift ein. Am 8. September 1978, der als Schwarzer Freitag in die Geschichte des Iran eingeht, kommen am zentralen Jolleh-Platz 64 Menschen zu Tode. Die Opposition spricht von 15.000 Toten. Es kommt zu einem Generalstreik, der das Land lahmlegt. Der Schah verfügte über ein starkes Militär und Geheimdienste und dergleichen mehr. Also alle Instrumente der Macht hatte er in der Hand. Deswegen haben viele gedacht, auch so wie ich, erstmal versuchen wir mit Khomeini das Regime zu stürzen, danach wird man schon mit ihm fertig werden. Khomeini wird auf Betreiben des Schahs von der irakischen Regierung zur unerwünschten Person erklärt. Er muss sein Exil in Najaf verlassen. Vertraute raten ihm, nach Europa auszureisen, was er zunächst ablehnt. Was soll er in einem nicht-islamischen Land? Er hat sich getäuscht. Zu seinem Aufenthaltsort in Neufle-le-Château, einem kleinen Vorort von Paris, pilgern Tausende seiner Anhänger aus der ganzen Welt. Auch westliche Politiker und Intellektuelle wie Jean-Paul Sartre, Michel Foucault und François Mitterrand unterstützen Khomeini. In Frankreich steht er plötzlich im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Er wurde plötzlich zu einer internationalen Berühmtheit. Und er war viel klüger, als der Schah, die Briten und die iranische Opposition ihm zugetraut hätten. Die Idee war zu Beginn, dass sie ihn nach Neufle-le-Château schicken würden, wo er peinlich werden, reaktionäre Dinge sagen und die Leute erschrecken würde. Aber er sagte nichts Reaktionäres. Er war sehr vorsichtig. In keinem seiner 110 Interviews sprach er von der Herrschaft des Klerus. Von den radikalen Vorstellungen, die Khomeini in seinem Buch über den Islamischen Staat geäußert hat, ist nichts zu hören.
Da seine Schriften im Iran verboten und im Westen unbekannt sind, kann ihn auch niemand darauf ansprechen. Seine Reden gegen den Schah werden aufgenommen und im Iran verbreitet. Wir haben diese Ankündigungen in jeder Form hier und da weitergegeben, die Kassetten hier und da verteilt. Wir haben sie sogar bis in die Dörfer gebracht. Die Generäle im Iran warten darauf, dass der Schah ihnen den Befehl gibt, gegen die Aufständischen vorzugehen. Doch der ist von einer Krebserkrankung geschwächt und gibt kein Zeichen dazu. Das Militär ist ratlos und hält sich zurück. Als die Soldaten nicht weiter auf das Volk schießen, stecken ihnen die Menschen Blumen in die Gewehre und drücken ihnen Bilder von Khomeini in die Hand. Sie feiern ihren neuen Anführer. In einer Fernsehansprache an das iranische Volk will der Schah das Ruder noch einmal herumreißen. Er sah schwach aus, wirkte vollkommen mutlos. Er konnte den Text nicht lesen. Und der entscheidende Punkt, den er sagte, ist, das ist der berühmte Satz, ich habe den Ruf eurer Revolution gehört, gebt mir eine zweite Chance. Die Menschen verstanden dies zu Recht als Zeichen seiner Schwäche. Wenn es jemals ein Zeichen gab, dass er diese Situation nicht meistern konnte, dann war das für mich diese Rede. Die Krise im Iran alarmiert auch auf internationaler Ebene. Der französische Staatspräsident Giscard d'Estaing lädt Bundeskanzler Schmidt, US-Präsident Carter und den britischen Premier Callaghan zu einer Konferenz nach Guadeloupe ein. Hier wird über das Schicksal des Iran entschieden. Nos entretiens ont fait apparaître un double objectif, accroître la sécurité et réduire les tensions dans le monde. Il nous est apparu que la reconnaissance légitime des réalités du monde contemporain doit s'accompagner de la poursuite des efforts pour améliorer les relations internationales. Das heißt, die Westmächte lassen den Schah und sein Regime fallen. Am 16. Januar 1979 verlässt er mit seiner Familie den Iran. Der Schah denkt, dass die Krise bald vorbei sei und er zurückkehren könne. Es wird ein Abschied für immer. Ich werde nie die Tränen in seinen Augen vergessen, als wir das Land verließen. Und den Offizier, der sich zu Füßen seiner Majestät warf. Der Schah war ein guter König in Friedenszeiten. Er war kein guter König in Zeiten großer Unruhen. Er war eine gespaltene Persönlichkeit. Wenn er sich stark fühlte, war er extrem selbstbewusst. Aber die ersten Anzeichen von Schwäche machten ihn sehr ängstlich. Es gab keine andere Gestalt außer Khomeini, und auf ihn konnten sich alle einigen. 14 Tage später, am 1. Februar 1979, fliegt Khomeini von Paris nach Teheran. Niemand weiß, wie diese Reise ausgehen wird. Wird die Luftwaffe des Schahs die Maschine abdrängen oder abschießen, um Khomeini an seiner Rückkehr zu hindern? Wenn man in das Flugzeug trotz der Gefahr einsteigt, fühlt man sich nicht sicher. Natürlich ist man besorgt. Herr Khomeini zeigte keine Furcht, aber bestimmt hatte auch er Angst, wie jeder Mensch. Nach 14 Jahren Exil betritt Khomeini wieder iranischen Boden. Millionen von Menschen feiern seine Rückkehr frenetisch. Die persische Monarchie hat nach 2500 Jahren ausgedient. Khomeini wird als neuer Heilsbringer empfangen. Noch ahnt niemand, welche Konsequenzen die islamische Revolution für den Iran haben wird.
Praktisch alle Intellektuellen unterstützten Khomeini, von rechts bis links, einschließlich derer, die den Schah unterstützt hatten. Auch all unsere großen Unternehmer, unsere Tycoons, unsere Milliardäre. Er hatte eine beeindruckende Einheit zwischen all diesen verschiedenen Gruppierungen in Teheran geschaffen. Khomeinis Erstbesuche gelten dem Friedhof Beheshte Sahra am Stadtrand von Teheran, wo die Toten des Schah-Regimes liegen, und der heiligen Stadt Qom, wo viele Jahre zuvor sein Widerstand begann. Die Konfrontation zwischen diesen beiden war die Konfrontation zweier gegensätzlicher Willen. Und in einer solchen Konfrontation ist es immer der stärkere Wille, der gewinnt. Und genau das ist im Iran passiert. Khomeinis Wille, die Macht zu erobern, war viel stärker als der Wille des Schahs, die Macht zu behalten. Nach einer Odyssee durch verschiedene Länder stirbt der Schah an seiner schweren Krebserkrankung am 27. Juli 1980 in Kairo. Er wird 60 Jahre alt. Sein Leichnam wird in der Al-Rifa'i-Moschee in der ägyptischen Hauptstadt beigesetzt. Ayatollah Khomeini stirbt am 3. Juni 1989 in Teheran an einer Herzattacke und ruht heute in einem Mausoleum. Während seiner zehnjährigen Regierungszeit hat er seine Vorstellungen von einer islamischen Revolution mit kompromissloser Härte umgesetzt und den Iran zu einem Gottesstaat gemacht. Damit hat er eine Dynamik in Gang gesetzt, die die Welt bis heute in Atem hält.